Das hier war, das war alles voller Eiter damals und später dann Narben. Das ging dann so, die Narben gingen dann so nach 3 Jahren der Rumpf. Und ich freue mich total, dass der Tobi, dass ich den Tobi mal persönlich kennenlernen durfte. Tobis Themen sind die Ernährung, also vegane Rohkost, Bewegung, Psychologie und Entgiftung. Und heute habe ich wieder den Tobias von IUM. Und ich weiß noch, dass du mir vor 2 Jahren, in dem Jahr genau, hast du mir in deinem Ausweis gezeigt, deine Augenfarbe. Ja. Grün-braun steht drin. Ich bin jetzt seit 13 Jahren Heilpraktikerin und habe davor 3 Jahre Heilpraktik-Ausbildung gemacht. Jetzt bin ich halt seit ca. 2 Jahren auf diesem Rohkost-Reinigungsweg. Ja, ich habe einfach gemerkt, dass es mir gut tut. Ich konnte so viel essen, wie ich wollte. Das war geil. Genau. Das war echt so, ich habe abgenommen und konnte so viel essen, wie ich wollte. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Ich habe mir jetzt den Tobi mal hergeholt, weil er einfach viel tiefer in der Materie, sage ich jetzt mal, ist und gewisse Fragen einfach mit mehr Erfahrung beantworten kann, als dass ich es kann oder als das andere vielleicht können. Und bei der Sexualität, wie ist es dann jetzt oder wie war es dann jetzt? Hattest du dann, war das eine rein körperliche Erfahrung dann oder weil du gesagt hast, genau. Also ich habe jetzt die Trennung einfach viel mehr wahrgenommen. Sonst habe ich gemerkt, ich habe nicht ein Kopfkino dazu gehabt oder jetzt mache ich das und mache das.